Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Österreich ist wie bereits Deutschland zuvor in eine milde Rezession gerutscht. Was das bedeutet, ob das dramatischer wird, ob es sich 2024 bessert und vor allem, was das für eigentlich Jobs bedeuten könnte, das möchte ich jetzt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fragen und damit schönen guten Abend. Hallo Frau Daniel. Was bedeutet denn dieser Begriff milde Rezession? Weil das haben mich vorher Leute auch gefragt. Ist das jetzt eine Rezession? Was heißt da mild? Was bedeutet das? Ja, es ist schon eine Rezession natürlich. Das heißt, die Wirtschaftsleistung ist jetzt rückläufig und zwar nicht nur in einem Quartal, sondern über eine längere Strecke. Wir sehen eigentlich jetzt, dass schon im dritten Quartal des letzten Jahres rezessive Tendenzen angefangen haben. Aber wir sagen mild aus zwei Gründen. Erstens, wir sind jetzt schon im vierten Quartal des Jahres 23. Ja, die Vorlaufindikatoren geben uns Zuversicht, dass es Anfang des Jahres 24 schon wieder besser wird. Also mild deswegen, weil es schon fast wieder vorbei ist. Ja, erstens. Und zweitens, wenn man den Konjunkturverlauf über eine längere Zeitspanne anschaut, na, dann sieht man halt 21 ein Riesenwachstum in Österreich, 22 noch einmal 4,7%. Und im Vergleich zu diesen großen Wachstumszahlen sind die 0,8 jetzt klein. Deswegen das Attribut mild. Das heißt, wir waren eigentlich schon länger in einer milden Rezession, als vielen klar war und könnten damit früher wieder rauskommen. Genau, so schaut es aus. Also wir haben die Rezession, wenn man so will, ein Stück weit versäumt, was gar nicht schlecht ist. Psychologisch. Psychologisch, weil jetzt stellen wir fest, im Jahr 23 ist ein wichtiges Aggregat in der Wirtschaft gut gelaufen, nämlich der Konsum. Trotz der Krise, die wir jetzt feststellen, ist der reale Konsum, also preisbereinigt, um 0,8% gestiegen im Jahr 23. Das ist bei einer Schrumpfung des Wirtschaftswachstums um 0,8% ist das ganz gut und hat die Konjunktur gestützt. Wäre das nicht passiert, weil die Leute schon vor einem halben Jahr oder so angefangen hätten, Angst zu haben, ja, dann wäre es möglicherweise schlimmer gekommen. Also manchmal hat man auch ein bisschen Glück im Unglück fast, muss man sagen. Eine ähnliche Situation gibt es ja durchaus in den USA, wo man irgendwie schon seit sehr langer Zeit sich dauernd fürchtet vor einer Rezession, weil Rezession bedeutet ja dann auch Arbeitsplatzverluste. Da hofft man dann eine Woche wieder auf Soft Landing, dann eine Woche fürchtet man sich wieder vor einer Rezession, hat natürlich auch mit der Politik zu tun, kommt da ein Shutdown, steht alles still, dann ist die Rezession größer. Wie sehr beeinflusst denn das die Prognosen auch für den europäischen Raum und damit uns? Ja, beeinflusst uns natürlich schon. Die USA ist für die Europäische Union insgesamt der wichtigste Wirtschaftspartner, also nicht nur Handel, sondern auch über die Finanzmärkte, ja, extrem eng verbunden. Wenn die USA kein Softlanding hinkriegen, ja, sondern schrumpfen sollten im nächsten Jahr, dann wäre das für die Weltwirtschaft insgesamt ein Problem. Schaut aber nicht so aus. Ja, ich verstehe gut, uns geht es am WIFO ähnlich, dass man, je nachdem wie die Nachrichtenlage ist, einmal eher ins pessimistische und dann wieder ins optimistische Lager wechseln. Aber jetzt verdichten sich schon die Anzeichen, dass die amerikanische Volkswirtschaft die sozusagen Absenkung der Inflation ohne Rezession hinkriegen sollte. Und die spannendere Frage jetzt im nächsten Jahr wird sein, schafft man das in der Eurozone insgesamt auch? Jetzt sieht es so aus, in unserer Prognose jedenfalls und in der anderer Institutionen, dass die Eurozone eine längere Rezessionsphase nicht brauchen wird, ja, sondern dass das beschränkt ist auf Deutschland, auf Österreich, auf eine ganze Reihe von mittel- und osteuropäischen Ländern, ja, die tatsächlich ein Minus vor dem Komma haben. Starke Revision hatten wir auch in den Niederlanden, auch so ein Industriepowerland, ja, so überall, wo die Industrie stark ist, aber eben nicht die Eurozone insgesamt. Warum ist das wichtig? Weil natürlich dort auch für uns wichtige Wirtschaftspartner sitzen. Wenn Frankreich gut läuft, wenn es in Italien halbwegs stabil bleibt, dann ist das für uns auch ein Anker. Was könnte denn die Politik oder die Regierung machen, um quasi
vielleicht eh schon Prognosen, die optimistischer sind, wahr werden zu lassen und die Wirtschaft anzukurbeln, damit eben keine größere Rezession daraus wird? Also wir würden sozusagen vor der allgemeinen Kurbel, ja, würden wir jetzt eigentlich warnen, weil wenn man jetzt sagen würde, lass uns nochmal die Steuern senken oder den Menschen nochmal irgendwie Geld aufs Konto legen, ja, dann würden sie tatsächlich vermutlich mehr konsumieren einerseits, ja, aber das treibt dann wieder die Inflation. Jetzt ist der große Konjunkturtreiber, dass die Löhne stark steigen. Ja, wir werden rekordmäßige Lohnerhöhungen sehen im Herbst bei den Metallern. Ja, wie hoch werden wir noch schauen, aber sie werden hoch sein. Die Inflation geht aber zurück. Heuer hatten wir ungefähr 8%. Im nächsten Jahr werden es ungefähr 4 sein, ja, vielleicht ein Epsilon mehr. Mhm. Heißt aber, wenn die Löhne jetzt, ja, wie bei den Metallern um 9, 10, 11% steigen, die Inflation nur 4% ist, dann bedeutet das für viele Menschen wirklich real mehr Geld. Und das ist sozusagen ein wichtiger Faktor, der unseren relativen Optimismus sozusagen begründet. Ja. Aber nur wenn die Lohnverhandlungen tatsächlich so hoch abgeschlossen werden, wie sie jetzt annehmen. Erstens das. Weil die laufen noch. Genau. Und die Höhe ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert, denn die Wettbewerbsfähigkeit, darauf weisen wir jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr hin. Hohe Preise bedeutet in Österreich hohe Löhne. Wenn die Löhne höher ausfallen, die Lohnsteigerungen als anderswo in der Eurozone dann, oder in der Welt, bedeutet das eben auch Wettbewerbsnachteile. Das kommt dann wieder zurück und kostet Wohlstand und Wachstum. Ne? Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Inflation jetzt nicht so sinken sollte, wie wir das vorhersehen, dann können natürlich auch die Reallöhne nicht so stark steigen. Ja? Weil wenn jetzt nominal 8, 9, 10% verhandelt werden, und die Inflation auch wieder so hoch ist, dann bleibt am Ende wiederum gar nichts über, real. Mhm. Das heißt, da gibt es ein Risiko. Wir sehen halt, dass eigentlich überall auf der Welt die schwächere Wirtschaftsentwicklung die Preise nach unten zieht. Wir haben jetzt den Erdölpreis gesehen, der ist deutlich gerutscht. Ja. Also es sieht schon so aus, als ob wir tatsächlich, wie alle das annehmen, nächstes Jahr weniger Inflation haben und dann sind die realen Einkommenssteigerungen realistisch. Da habe ich die Frage, weil die Notenbanken haben ja ihre Zinspolitik auch in Richtung gemacht, eigentlich, dass eine Rezession quasi halbert ausgelöst wird, muss damit tatsächlich automatisch die Inflation sinken? Weil das ist ja das Kalkül von Notenbanken gewesen. Automatismen gibt es selten so richtig. Ja? Also 100% funktionieren tut die Wirtschaft in dem Weise nicht, das ist keine physikalische Maschine, da ist viel Psychologie dabei. Aber quasi Erfahrungswerte. Genau, aber man kann schon, glaube ich, sehr begründet davon ausgehen, dass diese Zinssenkungen jetzt natürlich Wachstum kosten. Ja? Die Bauwirtschaft ist letztes Jahr schon geschrumpft, heuer schrumpft sie um fast 3%, nächstes Jahr noch mal stärker. Ja? Und was heißt das? Das heißt, dass da Nachfrage fehlt, dass da Aktivität wegfällt, das heißt, Preise können nicht mehr so gesetzt werden wie noch vor 1, 2 Jahren. Das drückt das Niveau runter. Das haben wir nicht nur im Bau, das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Wenn Kredite nicht mehr vergeben werden, kaufen sich die Leute weniger Autos, keine Möbel, keine Elektronik und so weiter. Also das funktioniert im Durchschnitt schon. Es ist halt der berühmte sozusagen große Holzhammer. Ja. Eine subtile Politik ist die Geldpolitik nicht. Absolut. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, dass da auch viel Psychologie ist, aber es ist auch teilweise das Reale, selbst wenn die Inflation jetzt wieder gesunken ist, ändert das ja nichts daran, dass sehr viele Preise nach wie vor weit höher sind. Und 6% Inflation heißt ja auch 6% teurer als letztes Jahr, wo es schon über 9% teurer war. Wie ist das nicht auch ein Teufelskreis, wenn man da die Preise nicht wirklich runterkriegt? Gerade im Bereich Energie oder Wohnen oder Lebensmittel? Das ist die Zinseszinsrechnung sozusagen. Wenn Länder zugekommen sind, dann sind die nächsten 6% mehr als die vorhergegangenen, sozusagen was das Niveau der Preise angeht. Ja. Einerseits. Andererseits ist es ja gelungen, das muss man der Regierung auch auf der Habenseite zuschreiben. Wir haben die Sozialleistungen inflationsindiziert. Ja, wir haben die kalte Progression abgeschafft. Die Pensionen steigen mit der Inflationsrate und es werden auch die Löhne ungefähr mit der Inflationsrate wachsen. Und dort gilt dasselbe, nämlich auch diese Zinseszinseffekte. Wenn die Löhne letztes Jahr, sind sie auch schon, also die letzte Herbstrunde war ja auch schon eine kräftige,
Also da gibt es dieselben Mechanismen. Was letztes Jahr stark gestiegen ist und heuer nochmal stark steigt, sozusagen, das multipliziert sich. Nicht? Mhm. Insofern, wir müssen uns daran gewöhnen, dass halt sozusagen die Zahlen größer sind, mit denen wir hantieren. Aber Gott sei Dank, das ist die gute Nachricht, die sich 2024 natürlich auch merken lassen wird, es ist nicht nur auf der Kostenseite. Ja? Mhm. Das ist, jetzt haben wir das alle, glaube ich, erlitten und erfahren, was es bedeutet, wenn die Kosten steigen, beim Tanken, beim Mieten, beim Heizen, aber die Einnahmen noch nicht, oft die Löhne, die Pensionen, wenn die noch vom letzten Jahr sind. Noch, ja. Genau. Und das gleicht sich eben jetzt dann doch aus. Und deswegen würde ich meinen und auch bitten, ja, dass man diese Realität sieht und den Optimismus nicht verliert, denn die fundamentalen sozusagen Faktoren, die in Österreich den Wohlstand hervorgebracht haben, den wir ja genießen, die sind immer in Gefahr. Ja, man muss immer kämpfen drum, aber da ist schon viel Substanz da. Ne? Die vielen mittelständischen Unternehmen, die Innovationsfähigkeit, Nobelpreisträger, ja, immer wieder, das sieht man, das Land ist in der Lage, Wohlstand zu schaffen. Da sollte man jetzt das R-Wort ja, nicht allzu groß werden lassen. Zum Abschluss schon, Sie haben es eh angesprochen mit auch Krediten. Natürlich ist die Zinspolitik ein Problem für viele geworden. Wie schaut es denn da aus? Erstens sind die Zinserhöhungen beendet. In den USA geht man davon aus. Bei der EZB weiß man es nicht so recht. Oder werden sie sogar gesenkt werden? Das, was wir aktuell am wahrscheinlichsten erachten, ist, dass wir jetzt keine weiteren Zinserhöhungen mehr sehen werden, dass aber die Zinsen über das Jahr 2024 stabil bleiben werden. Also erst 25 Zinssenkungen, Finanzminister und alle, die was finanziert haben, müssen das Jahr 2024 mit hohen Zinsen noch erleiden. Alle Sparer natürlich, da ist die Freude eher da, dass man wieder was bekommt. Gut, das wird wenig weitergegeben. Es wird weitergegeben. Mhm. Es ist sogar so, dass bei den Sparzinsen die Weitergabe stärker erfolgt als bei den Kreditzinsen. Bei beiden nicht vollständig, aber da werden die Banken ein bisschen unfair sozusagen beschuldigt. Ja. Okay, vielleicht geht es nur um manche Banken. Auf jeden Fall danke, Gabriel Felbermayr, für das Gespräch. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.